kommen wir dann jetzt zu Mega Tour Talk. Es ändert sich erstmal nicht so viel, außer dass er natürlich anstatt Überreste den Tour Talk Neat hat. Der ihm natürlich schon auch hilft, seine Werte steigen gut, vor allem ist er jetzt wirklich gut im Spezialangriff, was natürlich so ein bisschen dazu einlädt, ihn jetzt auch offensiver zu spielen. Seine Verteidigungswerte sind trotzdem gut, also 120, 115 als Verteidigungswerte und 135 als Spezialangriff ist schon nice. Dass sein Angriff steigt, ist natürlich etwas schade. Das braucht man nämlich eigentlich nicht so unbedingt, da wäre seine Init vielleicht etwas besser gewesen oder seine vor allem seine KP. Aber gut, das kann man immerhin für Turbo-Träger benutzen. Das wird nicht weniger wichtig. Es ist eines der wenigen Pokémon, die Turbo-Träger können. Gut, ich übertreibe jetzt ein wenig. Es gibt schon einige, die es können. Aber er gehört eben zu denen, die das wirklich ja, gut können. Und die das verdammt nochmal einfach auch brauchen. Und insofern es ist gut, dass er diese Attacke beherrscht und ich sollte er auch weiter benutzen. Megawurme. Ja, Megawurme verstärkt die Attacken von Aqua. Verstärkt die Attacken Aquawelle, Aurasphäre, Finsteraura, Drachenpuls zu 50%. Und außerdem heilt auch Heilwoge 50% mehr. Das ist die Attacke von Wummer, den ich noch näher vorstellen werde. Das hier für Turtok benutzt wird. Und das ist schon relativ cool. Da er diese Attacken daher auch verwenden kann. Jedoch natürlich, auch da gibt es dieses und jenes, aber, dazu gleich, wie gesagt, Turbodreher wichtig, dadurch, dass er jetzt, eben auch stärker im Spezialangriff ist, lohnt sich es vielleicht auch über ein mäßiges Wesen nachzudenken, finde ich zumindest gar nicht mal verkehrt, weil man hat jetzt die Verteidigung, auf die kann man sich verlassen. Und entschuldigt kurz. Ah, alles klar. Auf jeden Fall, man hat die Verteidigungswerte, auf die kann man sich verlassen. Und dann kann man die natürlich einfach noch so ein bisschen schön offensiv spielen. Für ein scheues Wesen, da ist der Angriff, ist die Init dann doch etwas zu niedrig. Auf jeden Fall 236 KP auf EVs auf seine KP sind trotzdem relativ wichtig, weil dadurch, dass er dass er jetzt schon so gute Defensivwerte überall hat, ist es relativ gut, das Ganze dann noch mit der KP abzudecken. Auch habe ich 236 gesagt, ich meine 252, sorry, auf die KP, 252 auf den Spezialangriff. Und dann kann man sich aussuchen, wo man die restlichen 4 hin tut. Die würde ich vielleicht noch auf die Innen tun. Aber mehr auch nicht. Ich würde einfach mal mit der niedrigen Innen jetzt erstmal leben. Stattdessen eben, wie gesagt, die KP nochmal pushen, den Spezialangriff nochmal pushen und die Init eben noch ein ganz klein wenig und dann wäre ich eigentlich relativ zufrieden mit dem, was ich habe. Und wie gesagt, man hat dann einen Turbodreher und dann hat man natürlich mehrere Optionen. Ich meine, klar, man könnte ihm Hydropumpe geben. Das hat sich in dieser Generation zwar von der Stärke verschlechtert, nur 110 Stärke, aber es hat eben 80 Genauigkeit nun auch bekommen. Und ist damit gar nicht mal so schlecht wie mit 70%. Von daher kann man schon darüber nachdenken, tatsächlich Hydropumpe zu geben. Oder natürlich Siedewasser. Das ist zwar dann um 30 schwächer, aber man hat die Chance auf die Verbrennung, was ja relativ cool ist, gerade wenn man so ein defensives Pokémon wie Turtok ist. Oder natürlich Aquawelle, da hat man dann wieder 90 Stärke, ist ein bisschen stärker und man hat die Chance, die Gegner zu verwirren. Das sind alles wirklich gute Optionen, da möchte ich euch gar nicht mal was sagen, was da jetzt besser wäre, weil alles hat so seine Vor- und Nachteile. Ich persönlich würde mich wahrscheinlich eher für Siede... Ja gut, wobei... Oh, das müsste ich mir auch nochmal überlegen, es sind alles drei wirklich gute Optionen, die sehr gut nebeneinander stehen. Dann noch Finsteraura, wird ja versteckt durch Megawurme und hilft auch beim Type Coverage durchaus. Finsteraura kann man natürlich per TM beibringen, ist ja wieder eine TM. Hilft, wie gesagt, fürs Type Coverage. Und dann noch Aurasphäre, natürlich Kampf gegen sehr viel, sehr effektiv. Hilft da durchaus auch einiges dazu. Und dann natürlich, man nimmt Eisstrahl. Das wäre dann zwar schwächer, aber man kann zum Beispiel die Pflanzen-Pokémon ausschalten gegen die Turtok-Schwache. Das muss man sich überlegen. Ich persönlich würde wahrscheinlich trotzdem eher Aurasphäre nehmen. Und dann hat man, wie gesagt, ein Pokémon, was schnell durch Turbodreher, was ja eine Priorität hat, das ganze Zeug
beseitigen kann und dann auch gut draufhauen kann. Das ist also sehr schön. Aber immer noch im Underused hier, selbst mit diesem Moveset. Hat natürlich mehrere Gründe, dass es einfach immer noch nicht ganz reicht, gegen einfach viel schnellere Pokémon standzuhalten. Aber dennoch, finde ich, hat man eigentlich ganz guten Job mit Mega Turtok geleistet. Da will ich gar nicht mal groß was gegen sagen. Und ist auf jeden Fall schön, was man aus den Kanto-Startern gemacht hat. Sehr schöne Mega-Entwicklungen. Und das nächste Mal geht es dann wieder mit dem Küsten-Kalos-Dex weiter. Willkommen zurück zu Pokémon X. Ja, Zeit, dass wir endlich hier das Aquarium betreten. Das ist eigentlich relativ schön so, wenn man sich das hier anschaut. Und ja, da würde ich sagen, lassen wir uns einfach mal die Eindrücke gelten. Ach ja, zwar ein Aquarium ohne Fische, aber schönes Wasser. Glaubst du, dass es auf dem Meeresgrund noch Pokémon gibt, die niemand bisher zu Gesicht bekommen hat? Mit Sicherheit. Weil es gibt in 2-3 Jahren wieder ein paar neue Wasser-Pokémon. Wow, da war eben ein ganz tolles Fisch-Pokémon. Aber jetzt hat es sich hinter dem Stein versteckt. Also, ich sehe nichts. Muss sie wirklich gut versteckt haben. Muss ein Remoraid sein oder so. Oh, ich möchte mit dem Pokémon im Meer schweben. Psiau! Ah, Sturmsmog. Eine ganz erstaunliche Fähigkeit. Sie lenkt nicht nur alle Wasserattacken auf dieses Pokémon, macht deren Effekte unwirksam, sondern erhöht auch noch den Spezialangriff des Pokémons. Ja, das sieht schon cool an. Es gibt ja viele Pokémon-Typen auf der großen, weiten Welt. Da wohnt all jeden mit nur einem Typ bis am meisten Vertreter des Typs Normals. Nicht gefolgt von den Wasser-Pokémon. Das ist korrekt. Es gibt verdammt viele Wasser-Pokémon, was auch Sinn macht, weil unter Wasser lebt ein Haufen Pokémon. Eigentlich müsste es aber rein theoretisch, wenn man so den Maßstab annimmt, auch mehr Käfer-Pokémon geben. Denn es gibt auch noch einen Käfer-Pokémon und einen Haufen Käfer auf der Welt. Da hat man Generation 5 dann sehr viele eingeführt, aber... Ich meine, wir müssen uns jetzt nicht mit Logiken aus der realen Welt messen. Tja, die Pokémon hinter dem Schutzglas. Alles, was sie Tag aus, Tag ein sehen, sind die neugierigen Gesichter der Besucher. Also, ich sehe da keine Pokémon. Ganz im Ernst, ich sehe überhaupt nichts. Guten Tag, vielen Dank für deinen Besuch im Aquar... Hey! Ja, sorry, ich bin schon weg. Du kannst ruhig weiterreden. Grüß dich, weitgereister Trainer. Du stehst in zu gewiss auch danach, Pokémon zu angeln? Und ich bediene anzuhalten nicht. Weißt du was? Hier, ich gebe dir eine Angel von mir. Ich, alter Angelverrückter, habe nämlich schon mehr von den Dingern, als ich hier brauchen werde. Ja, okay. Gerne. Und wir erhalten unsere erste Angel. Eine Angel ist schon was Tolles, ne? Dann will ich dir mal erklären, wie man sie benutzt. Zuallererst musst du dich auf das jeweilige Gewässer ausrichten und die Angel ausrichten, ne? Drücke den A-Knopf, sobald Ausrufezeichen über deinem Kopf erscheinen, ne? Die geangelten Pokémon kannst du dir entweder in einem Kampf vorknüpfen oder du kannst versuchen, sie mit deinem Pokémon einzufangen, ne? Ich weiß schon, wie es geht. Ne? Oh Mann. Vor der Elektroute 8. Sie schlängelt sich von diesem Abhang über Petrophia, die Meeresküste entlang bis hin zur nächsten Stadt. Ja, da werfen wir doch mal einen Blick hier drauf. Das ist jetzt die Route 8. Wie gesagt, der Murray-Küstenpfad. Da sind wir jetzt wieder. Auch bekannt als Murray-Küstenpfad. Ja, wir wissen, dass es auch so bekannt ist. Und wir sehen jetzt wieder diese Zertrümmerersteine. Ich hatte ja schon gesagt, dass man Lithomith und Bithora hier drunter finden kann. Außerdem kann man hier Items drunter finden. Genau, Herzschuppen kann man hier relativ häufig drunter finden. Die sind ja dazu da, dass man, wenn Pokémon eine Attacke vergessen haben, dass man diese ihnen dann wieder beibringen kann. Außerdem kann man Beleber relativ häufig finden. Top-Beleber natürlich eher selten, aber es gibt es auch. Also wie Top-Ether und Ether. Granitsteine kann man finden. Da hatte ich immer so unglaublich viele in Pokémon Schwarz und Weiß. Es verstärkt Gesteinattacken um 10%. Aber das war das Typenverstärkungsende, was ich einfach am meisten hatte. Sternstücke und Pudersand kann man dann finden und verkaufen. Oh weh, stopp! Was? Ich hab das Fossil, das ich ins Fossilabor in Petrophia bringen wollte, irgendwo verloren. Entschuldige bitte, würdest du warten, bis ich es wiedergefunden habe? Entschuldige, aber nein. Aber ich werde gezwungen, insofern, ja. Aber relativ cool, wie die Kamera hier jetzt nach oben schwenkt. Hat man einen tollen Ausblick. Und das sind, wie gesagt, auch die Vorteile dieser neuen dynamischen Kameraführung, die ich hier doch relativ schätze.
Das haben wir wirklich gut gemacht. So, aber um jetzt natürlich weiterzukommen, müssen wir zur nächsten Höhle aufbrechen. Aber ihr merkt schon, wir haben jetzt den ersten Pokédex abgeschlossen. Wir sind jetzt beim zweiten Pokédex, beim Küsten-Pokédex. Und wir haben erst einen Orden. Und ja, insofern merkt man schon so ein ganz, ganz klein wenig, dass dieses Spiel extrem viel zwischen dem ersten und dem zweiten Orden gepackt hat. Keine Sorge, danach geht das Ganze deutlich schneller. Aber das müssen wir erstmal überwinden. Du machst jetzt auf Fossilsuche in die Leuchtturm auf dich, wa? Dafür gelangst du aber nur auf dem Rücken eines Rehhorns. So kann man sich für kurze Zeit selbst mal wie der berühmte Rehorn-Jockey Bremula fühlen. Das hat so einen ganz eigenen Reiz. Okay. Ich reite auch sehr gerne auf Rehorn. Ach ja, drücke vor Felsen den Knopf mit A, dann ist das Gestein bald nicht mehr da. Bring dir diesen Merkspruch gut ein, er wird sich doch als hilfreich erweisen. Diesen Leitspruch hat meine Mutter aufgesetzt. Ich weiß, wie der geht. Danke. Unter physischen Attacken versteht man Angriffe von den Pokémon, bei denen direkter Körperkontakt entsteht. Das hier kann dir helfen, diese Art von Angriffen Paroli zu bieten. Bollenhelm. Ja. Wobei ich immer noch nicht verstehe, warum Rankenhieb dann wieder direkt berührt, aber gut. Leidet ein Pokémon, das einen Bollenhelm trägt, eine physische Attacke, so wird dem Attackenanwender ebenfalls Schaden zugefügt. Eine Kombination mit Fähigkeiten wie Eisenstochen oder Rauer hast du damit ein wirksames Mittel zu handeln. Ja, das stimmt. Das ist echt cool, wenn man Pokémon mit Rauhaut hat, wie, keine Ahnung, Tentantel und dann so einen Beulenhelm gibt. Ja, wobei natürlich Überreste immer noch ein bisschen besser ist, aber gut. Rote dann auch bekannt als Rihorn Pass. Wenn man daneben einfach Spezialattacken einsetzen könnte. Ja, das ist die Route 9, auch der Rihorn Pass genannt und die ist jetzt nicht die längste Route. Wilde Pokémon tauchen auf, sobald wir hier in diesem gesteinigen Gebiet sind. Dort können wir nur mit Rihorn hin. Und wilde Pokémon, die es hier gibt, sind Hippopotas, Galuvil, beide relativ häufig und Iguana eher selten. Iguana ist das neue Pokémon. Und ja, alles sind eigentlich ganz cool. Hippopotas, ich habe Hippoteros in Pokémon Platin verwendet und es war auch natürlich lange overused aufgrund der starken Sandsturmfähigkeit und weil man halt ihn zusammen mit Knackrack spielen konnte, das war bei Despotar nicht erlaubt, mit Hippotero schon. Und man natürlich auch so ganz neue Möglichkeiten hatte. Galuvil ist natürlich mit seiner Hochmutfähigkeit ziemlich cool später, da man so dann den Angriff immer weiter pushen kann. Und Iguana, ja, ist eigentlich auch ein ganz nettes neues Pokémon. Was zwar jetzt nicht unbedingt der schnellste ist, aber mehr Näheres werdet ihr dann in der Bewertung sehen, keine Sorge. Im Übrigen gibt es hier einen Kampf, den ich leider noch nicht machen kann. Da muss ich dann später zurück. Das, ich sag's mal vorweg, sind sogenannte Himmelskämpfe. So, wenn man hier jetzt hier kann man jetzt mit B absteigen. Da wird mich ein Trainer herausfordern. Das erkläre ich einfach schon mal. Himmelskämpfe kann man nur mit Pokémon machen, die fliegen können. Also mit Glurak kann ich es machen. Ihr wisst schon diese alte Geschichte aus Generation 1, dass Glurak nicht Fliegen einsetzen kann. Aber das ist ja jetzt Vergangenheit, zumal Glurak ja eh vom Typ Flug ist. Das hatten die wohl bei Game Freak vergessen damals. Insofern, ja, Glurak kann jetzt definitiv fliegen. Das ist also kein Problem mehr. Aber natürlich bleibt nach wie vor die Tatsache erhalten. Hi, Hippotas. Natürlich bleibt nach wie vor die Tatsache erhalten, dass ich das im Moment nicht habe. Von daher muss ich diesen Kampf nachholen, weil ich Glurak habe. Kann ich aber natürlich erst holen, sobald ich den Orden besitze. Insofern muss ich einfach dran denken, hier später zurückzukommen. Denn sonst ist es ja etwas lame, wenn ich die Schwitte nicht zeigen kann. Denn Y hat es bis ich Uhafti bekommen habe gedauert. Und das war schon sehr lange. Ups, habe ich vergessen, den Stein zu zertrümmern. Bam. Ist aber wirklich nett, dass man hier auf diesem Rihorn reiten kann, muss ich sagen. Allgemein diese Möglichkeit auf Pokémon zu reiten. Und ich meine, Rihorn eignet sich dann natürlich auch einfach super. Also das ist schon sehr cool. Nein, da wollte ich noch gar nicht hin. Stopp. Wollte ich noch gar nicht hin, sondern ich will jetzt erstmal nach hier hinten hin. Da müsste nämlich auch dieser... Warte, nee, der Trainer ist ja noch gar nicht, okay. Dann kommt der erst noch, da ist ja auch noch viel Platz. Wie gesagt, und das ist das, woraus diese Route größtenteils besteht. Nee, schöne, nette, kleine Route, würde ich mal sagen.
Gut, können wir uns jetzt hier weiterkämpfen. Lustigerweise können allerdings tatsächlich Pokémon wie Dodri auch am Himmelskampf teilnehmen. Bei Dodri weiß das niemand. Niemand weiß, warum kann Dodri eigentlich fliegen? Und ich glaube, das weiß Game Freak selbst nicht mal, aber sie haben so gewisse Ressentiments, dem Fliegen wegzunehmen, wo es zwar schon immer konnte. Wie gesagt, Dodri kann am Himmelskampf teilnehmen. Das neue Pokémon Resladero jedoch glaube ich tatsächlich nicht. Obwohl Resladero vom Aussehen her besser fliegen kann als Dodri, also was zum Geier. Aber es können auch Pokémon teilnehmen, die Schwebe haben. Also ich glaube, Gengar könnte zum Beispiel auch teilnehmen. Oder Lepumentas. Aber das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig genau, wer da alles teilnehmen kann. Auf jeden Fall, wie gesagt, kann ich den Kampf im Moment noch nicht machen. Von daher werden wir das nachholen müssen. Da oben ist er. Finsterball erhalten wir hier. Finsterball ist natürlich ziemlich cool. Nachts und in Höhlen wird es den Effekt viermal verstärken. Wenn wir jetzt gegen ihn kämpfen wollen, müssen wir hier hoch. Was ist auf dem Himmelskampf gegen mich? Yo. Aber du hast kein Pokémon, das fliegen kann. Ja. Geht nicht. Und das muss ich auch sagen, das finde ich etwas unglücklich. Klar ist die Idee ganz nett eigentlich mit dem Himmelskampf. Aber trotzdem finde ich irgendwie, dass man dann nur Pokémon nehmen darf, die, die fliegen dürfen. Wohin soll das ausatmen? Irgendwann darf man nur noch Pokémon nehmen, die unter Wasser kämpfen können, die auf Feuer stehen können. Ich weiß nicht, ich bin kein allzu großer Fan von dieser Idee, weil man so gezwungen wird, eigentlich ein Pokémon reinzutun, was fliegen kann. So werden viele Pokémon so viel zu Fiaro genötigt, obwohl Fiaro sowieso schon episch ist und genommen wird, aber ja. Viele Pokémon-Team und ordentlich aufpäppeln. Trainer. Ich heiße Jesse. Ich heiße nicht Nachbarin. Ich heiße nicht Trainer, ich heiße Jesse. Ah. Ich verstehe. Du hast es doch sicher an deiner Pokémon an deiner Seite bisher geschafft, oder? Trainer. Oh Mann. Hier verletzt man sich recht leicht. Es ist euer Empfehlenswert, sich Schritt für Schritt voranzutasten. Ja, das stimmt. Das Item Fluchtseite Milch ist einem nur aus der Höhle zu entkommen. Genau, hier müsste auch irgendwo etwas versteckt sein. Moment. Ich habe jetzt leider noch kein Itemradar, Leuchthöhle. Aber irgendwo müsste hier doch ein verstecktes Item sein, oder? Habe ich mich da jetzt geirrt? Ich dachte, dem wäre es so, aber... Nee. Hier kann ich auch nicht wirklich schauen, weil sie halt immer dieses Schild andrückt. Moment, ich schaue jetzt nochmal ganz kurz... bei diesem einen Felsen, wenn es da nicht ist, dann muss ich auf den Itemradar warten. Ah, dachte ich mir doch, dass hier was ist. Alles klar. Gut, den Superschutz in der Tasche. Ich werde ihn zwar nicht brauchen, aber ich habe ihn gern bei mir. Und ja, dann sind wir jetzt in der Leuchthöhle. Die Leuchthöhle ist eine erneut sehr lineare Höhle. Zunächst einmal, wo man einfach die unterschiedlichen Wege entlang laufen kann. Muss. Da gibt es auch unterschiedliche Sachen, die man finden kann. Hier, wenn man zum Beispiel in Richtung eine Sackgasse läuft, dann fängt man an gegen sogenannte Pokémon, die von der Decke fallen, zu kämpfen. Oder, beziehungsweise nicht von der Decke fallen, sondern gegen sogenannte Pokémon-Schatten zu kämpfen. Hier kommen nämlich keine Pokémon standardgemäß vor. Sondern nur wenn man sich eben in so einer Sackgasse verirrt, kämpft man dann oder werden durch diese Schatten, kämpft man gegen Pokémon. Ich sehe natürlich nicht hundertprozentig aus. Ich glaube hier später ein Megastein, die ich euch ja noch in Pokémon Y zeigen werde. Aber ja, das habe ich gerade falsch gesagt, wie ihr gemerkt habt. Die Pokémon kommen nicht unbedingt in den Sackgassen. Sondern die kommen einfach so auf den Wegen. Je nachdem, wie weit man vorangeschritten ist. Relativ häufig trifft man hier auf meinen Macholo, auf das Regosso, was wir gerade gesehen haben. Eher selten auf Onix, Rion, Lunastein und Sonfell, das wir hier gerade sehen. Und ziemlich selten auf Kangama und auf Flunky vor. Und vor allem Kangama ist natürlich mal tolle News, dass man das hier finden kann einfach so. Es gibt aber auch Pokémon, die dann von der Decke fallen. Das wären zum Beispiel Fleeknäuel und Castador. Castador ist jedoch viel häufiger. Fleeknäuel ist viel häufiger.
Hier sieht man wieder diese Schatten. Das sieht man aber eigentlich relativ schwer, muss man sagen. Also da läuft man dann eigentlich ganz normal und dann fliegt das plötzlich von der Decke. Ich glaube, man kann es irgendwie sehen, aber ich habe jetzt noch keine wirkliche Möglichkeit daraus gefunden, wie man das adäquat machen kann. Von daher nagel ich mal nicht zu sehr auf diese Aussage fest, da ich da nicht hundertprozentig durchwandert bin. Auf jeden Fall, ich wollte noch eine Anekdote zu Genesect erzählen, denn wenn man diesem Forscher, den wir vorhin gesehen haben, ein Genesect zeigt, dann gibt er einem unterschiedliche Sachen tatsächlich. Also erinnert euch den Petrophia. Wenn man ihm ein Genesect zeigt, gibt er einem die unterschiedlichen Module für ihn. Ein Aqua-Modul, ein Blitzmodul, ein Flammenmodul und ein Gefriermodul bekommt man. Was ja doch relativ cool ist, würde ich mal sagen. Und deswegen lohnt es sich eigentlich auch, wenn man das dann macht. Wenn man ein Genesect hat. Und da habe ich eben, weil dieses Pokémon, weil dieses Pokémon dann erwähnt wurde, habe ich den Pokémon Y-Part dann im Genesect in Petrophia genannt. Das weiß ich noch. Und weil ich mich eben damals wirklich gefragt habe, ob es den vielleicht in Petrophia als Event oder so gibt. Ich wusste es damals ja nicht. Und dann kamen ein Haufen von Amis, die mich rauf und runter beleidigt haben mit: Hey, was ist denn das Video in Englisch? Das hat jemand von Genesect hier, what the fuck? Und so, das habe ich einfach so abgefeiert, weil sie sich beschwert haben, dass das Video auf Englisch ist, wenn die Beschreibung es angeblich nicht sei. Obwohl in der Beschreibung German steht. Und noch dazu, Petrophia, der deutsche Name ist, im Englischen heißt das Ganze Ambwet Town, also was zum Teufel. Na gut, jedenfalls, wir haben es hier ganz gut.